haben viel mit unseren engsten Verwandten unter den Primaten gemeinsam, aber im Vergleich wirken Menschen etwas unterbekleidet. Statt eines dicken, körperbedeckenden Fells haben viele von uns nur Haare auf dem Kopf und an ein paar anderen Stellen. Aber wie sind wir so nackt geworden? Und warum haben wir Haare dort, wo wir sie haben? Menschliches Haar und Tierfell bestehen aus demselben Material. Fäden aus dem Protein Keratin, die aus Follikel genannten Organen sprießen, zyklisch wachsen und wieder abfallen. Bei allen Säugetierarten haben die Haare bestimmte Funktionen entwickelt. Vom weichen Flaum der Kaninchen bis hin zu den starren Borsten der Stachelschweine. Bei vielen Säugetierarten wächst das Fell in zwei Schichten. Ein kürzeres Unterfell aus Wollhaar, das von längeren Deckhaaren überragt wird. Zusammen isolieren sie den Körper des Tieres und schützen seine Haut. Menschenhaare hingegen sind eine Art Kombination dieser Haararten. Leider sind Haare nur selten in Fossilien zu finden, was es schwer macht, genau zu bestimmen, wann und wie unsere Vorfahren ihr Fell verloren haben. Wissenschaftler haben jedoch einige Hypothesen entwickelt. Die ersten Hominiden haben offenbar vor Jahrmillionen in Afrika die Bäume verlassen und einen aktiveren Lebensstil entwickelt. Sich kühl zu halten wurde dafür immer wichtiger. Mit der Zeit entwickelten sie mehr Schweißdrüsen, die helfen, Wärme durch Verdunstung abzuführen. In der Tat haben Menschen 10-mal mehr Schweißdrüsen als etwa Schimpansen. Ist man jedoch mit Fell bedeckt, ist es schwieriger, Wärme durch Schwitzen abzugeben. Man nimmt an, dass die Urmenschen um diese Zeit ihr Fell verloren haben, damit ihr Schweiß besser verdunsten konnte. Aber wenn der Verlust des Fells so vorteilhaft war, warum haben wir dann überhaupt noch Haare? An manchen Körperstellen scheinen die Haare besondere Zwecke zu erfüllen. Bei unseren Köpfen spielte wahrscheinlich wieder die Temperaturregulierung eine Rolle. Als die ersten Menschen sich in die Savannen wagten, waren ihre Köpfe der sengenden Sonne ausgesetzt. Dickeres, längeres Haar schützt unsere empfindliche Kopfhaut und bewahrt das Gehirn vor Überhitzung. Dunkles, krauses Haar hält Sonnenstrahlen am effektivsten von der Haut ab. Andere Kopfhaartypen entwickelten sich, als Menschen migrierten. Forscher meinen, dass die Augenbrauen besonders nützlich für die Kommunikation sind, weil sie auf den aktiven Gesichtsmuskeln sitzen und unsere Gefühle vermitteln. Wimpern minimieren nachweislich den Luftstrom über die Augäpfel. So trocknen diese nicht aus und es gelangt weniger Schmutz hinein. Gesichtsbehaarung war eventuell hilfreich, um aus der Ferne erkannt zu werden, aber das weiß man nicht genau. Die Beweislage ist bestenfalls spärlich. Warum wir anderswo Haare haben, ist im Vergleich dazu viel klarer. Achselhöhlen, Brustwarzen und Schambereich sind mit apokrinen Drüsen übersät. Diese produzieren ölige, riechende Sekrete, die durch die dicken, lockigen Haare dort verteilt werden. Die Sekrete an diesen behaarten Stellen sind wohl bei der Identifizierung hilfreich. So haben mehrere Studien gezeigt, dass Menschen in der Lage sind, sowohl den eigenen Achselgeruch zu erkennen, als auch den von ihnen nahestehenden. Die letzte Art von sichtbarem Haar, das unseren Körper bedeckt, ist das Vellushaar. Wir wissen nicht, ob diese Haare selbst einen Zweck erfüllen, aber die Follikel, aus denen sie wachsen, sind wichtige Stammzellenbanken, die die Haut nach Verletzungen reparieren. Zudem laufen dort wichtige Nervenenden zusammen, die Berührungssignale ans Gehirn weiterleiten. Auch wenn die Haare viel feiner sind, hat der Mensch ungefähr die gleiche Körperhaardichte wie Affen von ähnlicher Größe. Trotz des ganzen Geredes über die Nacktheit des Menschen sind wir also gar nicht so haarlos, wie wir aussehen. Bereit, noch mehr zu lernen? Sieh dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleib neugierig!